Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass ihr alle heute hier seid. Ich freue mich, dass ihr so eine tolle Stimmung mitgebracht habt. Das ist ja in dieser politischen Landschaft auch nicht selbstverständlich. Aber ich finde, das zeigt, links lebt und links ist stark. Und solange das so ist, solange hat der rechte Zeitgeist noch nicht gesiegt. Und solange zu unseren Veranstaltungen mehr Leute kommen, als in den Saal passen. Das ist zwar schade und da entschuldige ich mich auch nochmal bei allen, die jetzt nur bei Livestream verfolgen. Aber ich finde, auch das ist ein Zeichen. Links kann noch viel mehr, als wir bisher gerissen haben. Und das müssen wir uns doch vornehmen. Und ich möchte auch noch mal ganz herzlich Jean-Luc danken, dass er heute zu uns gekommen ist, dass er uns mit seiner Rede auch noch mal deutlich gezeigt hat, Deutschland, die deutsche Linke, die französische Linke und natürlich auch die Linken in anderen europäischen Ländern, das gehört zusammen. Links ist immer gemeinsam und wir kämpfen gemeinsam. Und deswegen danke, dass du heute hier bist. Solche Dinge brauchen wir viel öfter und viel mehr. Und ich muss sagen, ja, danke schön. So groß bin ich nicht. Und ich muss sagen, auch das Motto, was du mitgebracht hast, haut ab, ihr seid unfähig. Also ich wünsche mir so sehr, dass wir irgendwann so stark werden, dass wir es nicht nur sagen, sondern auch durchsetzen können an die Adresse derer, die da jetzt gerade wieder sondiert haben und die da einen unsäglichen Mist wieder zusammen ausgehandelt haben. Haut ab, ihr seid unfähig. Das wäre doch mal was, dass wir das durchsetzen können, dass wir so breit, so stark, so akzeptiert werden, um wirklich dieses Land zu verändern. Das muss unser Ziel sein. Und ich finde, auf dem Weg sind wir, aber da müssen wir noch einiges mehr machen. Ich meine, als ich das gehört habe, dass Martin Schulz nach Ende der Sondierungen gesagt hat, er hätte ein hervorragendes Ergebnis erreicht. Also da habe ich mir erst mal gesagt, da war ich ja noch milde, habe ich mir so gesagt, na gut, also wenn einer eine ganze Nacht nicht schläft, da kann schon mal der Verstand aussetzen. Aber ich habe erschüttert festgestellt, er hat das am nächsten Tag immer noch gesagt. Ich meine, das ist doch unglaublich. Was haben die da jetzt ausgehandelt? Es soll alles so weitergehen wie bisher. Niedriglöhne, Altersarmut, Lebensunsicherheit, Privatisierungen. Nichts soll sich an dem ändern, was sie in den letzten Jahren in diesem Land verbrochen haben. Das soll alles so weitergehen, als wollten sie den Leuten noch mal richtig demonstrieren. Ihr könnt wählen, was ihr wollt. Wir machen immer so weiter wie bisher. Die haben eine Klatsche gekriegt bei der letzten Wahl. Alle beide, Merkel, Schulz, haben massiv verloren. Das ändert bei denen nichts daran, dass sie glauben, sie könnten jetzt so weitermachen, wie sie bis zum September gemacht haben. Und da muss ich sagen, bin ich froh, dass wir bei der Wahl so ein Ergebnis jedenfalls bekommen haben als Linke, dass wir jetzt als starke soziale Opposition im Bundestag sitzen werden. Und wir werden es ihnen nicht durchgehen lassen. Wir werden es ihnen immer wieder dort auf die Agenda setzen. Soziale Gerechtigkeit, Rente wie in Österreich und all die Dinge. Und wir werden auch ihre Lügen nicht durchgehen lassen. Da stellen die sich hin und sagen, oh, wir machen jetzt gebührenfreie Kita. Wir machen viel für Bildung. Wir investieren in diesem Land. Und da stellt man fest, sie haben nicht eine einzige Entscheidung getroffen, wo sie irgendwo das Geld dafür herholen wollen, was sie jetzt dort salbungsvoll versprechen. Also muss ich sagen, das ist doch wirklich übelste Rosttäuscherei, den Leuten zu erzählen, man würde lauter Dinge umsetzen und am Ende zu feige zu sein, noch nicht mal den Spitzensteuersatz um einen halben Prozent hochzuholen von Vermögenssteuer, Konzernsteuern und all dem ganz zu schweigen. Was ist das für eine verlogene und feige Politik? Das darf so nicht weitergehen und ich finde, das darf man auch nicht weiter akzeptieren. Oder besonders schön ist ja auch das, was Sie bei der Rente jetzt machen. Also schön im Sinne von eigentlich wirklich erschreckend. Da verkünden die jetzt, das sei ein großer Erfolg, dass das Rentenniveau bei 48% stabilisiert wird. Also nicht nur, dass das heißt, und das ist ja jetzt schon der Fall, dass jeder sechste Rentner arm ist, das ist ja die aktuelle Situation, sondern das, was Sie da stabilisieren wollen, ist im Grunde mehr oder weniger die aktuelle Rechtslage. Wenn das alles so weitergegangen wäre ohne Beschluss,
hätte das Rentenniveau 2025 bei 47,4% gelegen. Jetzt haben Sie 48. Mein Gott, das ist aber wirklich überwältigend. Wahrscheinlich hat die eine Rentnerin oder der andere Rentner dann 5 Euro mehr in der Tasche. Und ich finde es auch völlig demütigend, Menschen, die 35 Jahre arbeiten, zuzumuten, dass sie dann eine Rente von 880 Euro statt 800 Euro bekommen. Wo sind wir denn hier? Wir brauchen endlich wieder richtige Renten. Das gibt es in anderen europäischen Ländern wie Österreich. Und die Linke wird weiter darum kämpfen, dass sich da endlich etwas ändert. Aber fast noch schlimmer finde ich wirklich, wie sich Leute, Politiker, die seit Jahren eine Politik machen, die den europäischen Zusammenhalt zerstört, jetzt als große Europäer inszenieren. Also ich meine, wo das Europa von Schulz, Merkel, Macron und anderen hinführt, das kann man doch an aktuellen Zahlen belegen. Auch Jean-Luc hat auf einiges hingewiesen. Eine Zahl ist jetzt gerade veröffentlicht worden. In Europa betragen die Dividendenausschüttungen in diesem Jahr 323 Milliarden Euro. Das ist so viel wie noch nie zuvor. 323 Milliarden Euro gehen an die Aktionäre in den einzelnen europäischen Ländern. Und gleichzeitig haben wir eine Situation, wo die Armut in Europa so groß ist, wie sie noch nie zuvor war. Wo ganz viele junge Menschen im Grunde vor einem Leben stehen, das ihnen keine Chancen gibt. Wo die Bildung kaputt gespart wird, wo die öffentlichen Einrichtungen verfallen, wo Krankenhäuser völlig unterausgestattet sind, wo Länder gedrückt werden, zu privatisieren und soziale Leistungen abzubauen. Und gleichzeitig sprudeln die Dividenden mehr als je zuvor. Ich finde, das zeigt doch, dieses Europa, das ist kein Europa, das den Zusammenhalt der Menschen fördert. Es ist ein Europa, das sich selber zerlegt und dass es in so vielen Ländern nationalistische Bestrebungen und Tendenzen gibt. Das ist doch das Ergebnis dieser Politik. Das machen Sie doch. Da sind Sie doch mit verantwortlich, von wegen große Europäer. Und deswegen bin ich auch fest überzeugt. Was Europa, um wieder zusammenzukommen, braucht, ist kein europäischer Finanzminister, sondern was wir brauchen, ist beispielsweise ein Ende des deutschen Lohndumpings und ein Ende der Brüsseler Diktate für Sozialabbau und Privatisierung. Das ist doch das, was Europa wirklich wieder zusammenbringen würde. Ich meine, nehmen wir nur ein Beispiel, das wäre noch nicht ausreichend, aber es wäre ein erster Schritt, wenn der deutsche Mindestlohn wenigstens auf dem Level des französischen wäre mit 9,88 Euro. Das ist unzureichend. Ja, wir fordern 12 Euro, die wären auch gerechtfertigt, aber 9,88 Euro wären doch immerhin schon mal über 1 Euro mehr als das, was sich angeblich die arme deutsche Wirtschaft leisten kann. Was für eine Heuchelei. Nein, in die Richtung müssen wir weitergehen, weil nur das bringt Europa auch wieder zusammen. Mein europäischer Zusammenhalt, das ist ganz sicher nicht, wenn sich der Steuerhinterziehungshelfer Jean-Claude Juncker und der ehemalige Investmentbanker Macron und Frau Merkel gut verstehen. Das ist kein europäischer Zusammenhalt. Europäischer Zusammenhalt ist, wenn wir hier sagen, wir sind solidarisch mit den Menschen in Griechenland, die aktuell dagegen streiken, dass man ihr Streikrecht und demonstrieren, dass man ihr Streikrecht weiter einschränkt und dass man ihre öffentliche Daseinsvorsorge weiter kaputt macht. Das ist europäischer Zusammenhalt und dafür steht die Linke. Aber genauso traurig ist es ja auch, wie sich die neue Große Koalition, wenn sie denn zustande kommt, außenpolitisch aufstellt. Also ich habe ja wirklich positiv zur Kenntnis genommen, dass man sagt, man möchte jetzt nicht mehr an die im Jemen Krieg führenden Parteien Waffen liefern, also scheinbar auch nicht mehr an die Kopfabdiktatur Saudi-Arabien, weil das ist ja die hauptkriegsführende Partei. Aber ich muss sagen, das ist ja, wenn man das einlöst, wäre es ja ein erster Schritt.
Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ja, warum an die nicht mehr? Aber in das ganze Pulverfass des Nahen Ostens, an die Türkei, wo wir gerade wieder gehört haben, welche üblen Machenschaften die Erdogan-Clique betreibt. Warum werden da weiter Waffen hingeliefert? Warum wird das Geschäft mit dem Tod in den Bereichen einfach so weitergeführt? Das ist doch unerträglich und das ist doch einfach eine völlig falsche und völlig unnachvollziehbare Politik. Und ich hätte mir wirklich gewünscht, dass Sie in den vielen Stunden, in denen Sie über den Familiennachzug für Flüchtlinge debattiert haben, dass Sie in der Zeit, vielleicht auch nur ein Drittel der Zeit, mal darüber nachgedacht hätten, warum diese vielen Menschen aus diesen Regionen fliehen. Da hätten Sie vielleicht mal wirklich darüber nachdenken können, dass Sie diese Waffenexporte endlich beenden müssen und dass Sie endlich eine Politik beenden müssen, wo Sie immer mehr Regionen dieser Welt destabilisieren mit Ihren Kriegen, mit Ihren Waffen. Das ist doch die Anforderung. Und besonders schlimm finde ich auch, dass sich in der Ostpolitik, dass sich in der Politik gegenüber Russland offensichtlich überhaupt nichts ändern soll. Die ganze Aufrüstung, die ganzen Stationierungen von Truppen, die Raketenbasen, die aufgebaut werden, all das, was wirklich Europa existenziell bedroht, nämlich das Leben auf diesem Kontinent, das soll offensichtlich alles weitergehen. Und da muss man doch wirklich sagen, auch an die Adresse gerade der SPD, also liebe Kolleginnen und Kollegen, Willy Brandts Ostpolitik, das war der Kniefall von Warschau, aber nicht der Kniefall vor der Rüstungslobby oder vor einem US-Präsidenten, der sich in propertierender Manier mit der Größe seines Atomknopfes öffentlich brüstet. Das ist nicht Ostpolitik, die sich irgendwie sozialdemokratisch nennen kann. Und deswegen, wir wollen eine andere Ostpolitik, eine andere Russlandpolitik. Das ist dringend notwendig. Ich möchte jetzt auch noch etwas sagen, kurz zu dem, was ja in den letzten Tagen so viel diskutiert worden ist, die Diskussion über eine Sammlungsbewegung. Ich finde das wirklich merkwürdig oder teilweise auch abenteuerlich, was da so geschrieben und debattiert wird. Also am groteskesten finde ich den Vorwurf, ich hätte jetzt vor, die Linke zu spalten. Also das ist ja wirklich eine, also muss man sagen, bei manchen Journalisten ist da vielleicht der Wunsch der Vater des Gedankens, deswegen schreiben die das so freudig. Aber ich muss sagen, also wer den Unterschied zwischen einer Spaltung und einer Sammlung nicht erkennen kann, der hat doch irgendwie gar nichts verstanden. Es geht doch nicht um Spaltung. Es geht doch darum, dass wir größer werden, dass wir viel mehr Akzeptanz bekommen, dass wir viel mehr bewegen können. Das ist doch das, worum es gehen muss. Und das muss doch unser Anliegen sein. Und deswegen brauche ich wirklich auch keine Belehrungen, dass es jetzt wichtig ist, die Linke zu stärken. Ja, mein Gott, das ist doch nicht zuletzt das, was ich seit Jahren mache, was ihr sicherlich auch seit Jahren macht. Natürlich geht es immer darum, die Linke zu stärken, auch die Linke als gemeinsame Bewegung zu stärken, natürlich auch die Linke als Partei zu stärken. Wir sind ja die Einzige, die zurzeit da ist als linke Partei. Das ist doch überhaupt keine Frage. Das ist doch überhaupt nicht von irgendjemandem in Frage gestellt worden. Aber wir können uns auch nicht begnügen mit der Situation, die wir zurzeit haben. Und wir können auch nicht sagen, dass wir das erreicht haben bis jetzt, was wir erreichen wollten. Also wenn man sich die Entwicklung anguckt, hat die SPD seit 1998 10 Millionen Wählerinnen und Wähler verloren. Und man kann ja durchaus davon ausgehen, dass das so weitergeht, wenn sie diese große Koalition machen. 10 Millionen. Die Linke hat heute 2 Millionen Wähler mehr als die PDS 98 hatte. Ich will das nicht kleinreden. Ich finde das großartig, dass wir diese 2 Millionen Menschen erreicht haben. Ich finde es auch großartig, dass wir alle gemeinsam im letzten Wahlkampf, wo die Bedingungen wirklich schwer waren, gerade weil die AfD stark war, weil die Themen uns auch von anderen aufgedrängt wurden, weil das ganze Klima natürlich auch, was die öffentliche Debatte anging, nicht nach links gegangen ist. Gerade da in diesem Wahlkampf nochmal über 500.000 Wählerinnen und Wähler dazu gewonnen haben bei der letzten Wahl. Das war ein gutes Ergebnis. Natürlich war es das. Und trotzdem müssen wir doch drüber nachdenken, wie wir mehr bewegen.
Und ich meine, in dem Begriff Sammlungsbewegung steckt ja der Begriff Bewegung drin, weil wir Bewegung brauchen. Wir müssen uns doch wünschen, dass etwas in Bewegung kommt in diesem Land. Das ist doch das, was die Voraussetzung dafür ist, damit sich etwas politisch verändert. Und deswegen, natürlich schafft man Bewegung nicht von oben oder durch Knopfdruck oder weil irgendjemand ein Interview gibt. Aber wir müssen doch sagen, worum es uns geht. Und ich denke, uns gemeinsam geht es darum, dass wir wieder einen ganzen starken, auch linken Aufbruch brauchen, dass wir nicht zuschauen wollen, wie die Höckes und Gaulands im Schlepptau der neoliberalen Politik immer stärker werden, dass wir nicht zuschauen wollen, dass gerade die Verlierer dieser Politik, die am meisten Benachteiligten, dass die jetzt in zunehmendem Maße dazu tendieren, solche Parteien zu wählen. Dem können wir doch nicht zuschauen, das können wir doch nicht wollen. Dann müssen wir doch erreichen, dass die uns wählen. Dann müssen wir doch erreichen, dass das nach links geht. Die Stimmung, der Protest, das, was sich ändert, das muss doch unser Anliegen sein. Und deswegen glaube ich, wir können noch mehr und ich glaube, wir können auch noch mehr erreichen. Und natürlich muss es am Ende auch um eine andere Politik gehen, die man durchsetzt. Ich meine, dieser entfesselte Globalkapitalismus, der bringt eben ganz viele Menschen um ihre sicheren Lebensumstände. Und wenn die Merkel jetzt sagt, sie will eine stabile Regierung, nein, was wir wollen, ist endlich mal mehr Stabilität für das Leben der Menschen, dass sie nicht mehr Angst haben müssen, dass ihr Job ausläuft, dass sie keine Rente bekommen, dass sie krank werden und keine Absicherung haben. Das ist doch das, worum es geht. Und das ist unser Anliegen. Und in dem Sinne, lasst uns in diesem Jahr kräftig dafür kämpfen, damit wir Ende des Jahres noch deutlich stärker sind, als wir jetzt sind. Vielen Dank.